Hallo und herzlich willkommen zum Jungle Guide. Warum Jungle Guide? Die Fokuskristalle finden wir im Jungle of Bright Sands und das ist eine der wertvollsten Ressourcen im Spiel. Damit können wir nicht nur Geld machen, sondern auch die Händler leveln und deswegen ist das so unglaublich wertvoll. Ja, jetzt ist das Spiel für Solospieler ja schon sehr anspruchsvoll und der Dschungel an sich ist nochmal stark, der Schwierigkeitsgrad wurde nochmal stark angehoben im Dschungel. Jetzt als Solospieler in den Dschungel reinzugehen, ist auf jeden Fall eine Sache für sich. Wir haben in den ersten Runden auf jeden Fall in den Livestreams dran geknabbert. Mittlerweile geht es sehr gut und ich möchte mit euch teilen, wie wir am besten durch den Dschungel kommen und solo vor allem diese Fokuskristalle farmen. Wer meinen Guide kennt, der weiß, dass ich Osiris bevorzuge als erste Fraktion zum Leveln. Das heißt, alle meine Items verkaufe ich bei Osiris. Die Quests, die ich mache, fokussiere ich auf Osiris, damit ich möglichst schnell die Spritzen bekomme. Und das führt dazu, dass wir hier bei Osiris auch gerne direkt einkaufen. Und zwar, was brauchen wir? Wir kaufen relativ minimalistisch. Am besten ist ein grüner Rucksack. Ich mache jetzt mal eine Stufe niedriger. Einmal der kleine Rucksack, dann die Scarab. Eine einfache Waffe, aber sehr, sehr, sehr stark. Unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr unten mal schaut in der Verlinkung, findet ihr die Waffen-Tierliste. Da kriegt ihr so eine Idee, was ist gut, was ist weniger gut. Dann Munition, natürlich ein bisschen leichte Munition mitnehmen. Als Rüstung empfehle ich auf jeden Fall die taktischen Varianten, also einmal der taktische Helm und das taktische Schild, weil die taktischen Ausrüstungen mehr Kondition geben. Ihr seid also nicht so schnell aus Atem, was unglaublich gut ist, also wirklich gerade im Dschungel Ausdauer, würde ich sagen, Überpanzerung. Aber auch das ist eure Entscheidung, meine persönliche Präferenz ist das jedenfalls. Dann die schwache Stimulanz. 5 Spritzen davon ist immer mein Standard und ein schwaches Medkit. Ihr seht, ich habe die grünen Spritzen noch nicht. Ich muss noch Teil 2 der Quest hier abschließen. Wir sind gerade auch dabei, das zu tun. Wir sind gerade bei dieser Quest angekommen. Muss man 3 blaue Eier finden. Ist auch abgeschlossen. Aber es ist unglaublich wichtig, meiner Meinung nach, diese Spritzen hier freizuschalten. Deswegen gehe ich immer zuerst auf Osiris. Brauchen wir eigentlich nicht mehr viel. Wir haben die Scarab, für die Scarab brauche ich noch einen leichten Schnelllader. Also ich persönlich lade viel nach und das Allerschlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich zu langsam nachlade. Deswegen kommt ein Schnelllader mit rein. Das Ganze starten wir jetzt aus. Also einmal der Rucksack, dann die Scarab an sich und zwar mit dem schnellen Magazin. Und dann ein bisschen Munition. Ich nehme 250 Schuss mit. Als Rüstung haben wir die taktische Rüstung und den taktischen Helm und einmal die Spritzen sowie einen Verbandskoffer. So, dann wollen wir mal rein in die Cycle Map. Und zwar gucken wir uns aber erstmal die Theorie an und wir gucken, wie ist diese Route eigentlich in der Theorie. Weil ich glaube, das sollten wir erstmal verstehen. Das hier ist die Map und hier oben links ist der Dschungelquadrant. Die Kristalle haben wir bereits eingeblendet. Ganz cool mit dem Kram übrigens hier, rein, raus. Und wir gucken uns mal an, was die Fokuskristalle sind. Das sind jetzt nur die Fokuskristalle, die finden wir auch nur hier im Dschungel. Und wir nennen das hier mal Fokuskristall Berg 1, 2 und 3. Und hier ist das Schiff, nur mal so für die Kommunikation, dass wir vom selben reden. Früher war es so, hier war der Eingangsbereich. Hier oben ist so ein kleiner Gang und dann konnte man hier oben durchgehen. Und dann ist man praktisch hier die Wand entlang, oben rumgegangen, hat alles abgegrast und ist hier unten raus. Oder man ist hier rausgegangen. Je nachdem. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, weil dieser Weg so nicht mehr geht. Und ich mache jetzt gar keinen langen Faxen hier. Wir ändern den Weg wie folgt. Wir machen ein V wie Vendetta. Kann man sich gut merken. Also, der Startpunkt bleibt derselbe. Allerdings gehen wir dann hier runter zu dem unteren Punkt und dann von hier aus hoch zu dem oberen Punkt. Ja, ist nicht das perfekte V, aber man kann sich das vorstellen. Das ist das V. Das heißt, wir umgehen oben die Wand, das heißt nicht, dass wir diese Kristalle hier mitnehmen, Gottes Willen. Also hier wird nur gerannt, gerannt, gerannt. Dieser Kreis ist sozusagen ein Exit-Punkt. Das heißt, hier können wir die Gegner, also die Minions, loswerden. Dann holen wir uns, wie in der alten Route auch, entsprechend Position 1, Position 2. Hier geht es einmal durch den Dschungel und durch das Dschungelcamp, Position 3. Und hier gehen wir raus. Das ist sozusagen die grobe Route. Wir kriegen damit die wichtigsten Spots mit, weil da viele Fokuskristalle auf einem Haufen sind, also wirklich viele, viele, viele. Und ihr dürft auch nicht vergessen, Gegner sind auch da unterwegs, weniger als sonst, wahrscheinlich weil der Dschungel so schwer ist. Viele haben noch nicht verstanden, dass man jetzt doch noch gehen kann, aber dass es halt nur schwerer geworden ist. Ich zeige euch gleich, wie wir das machen, was ich mit diesen Exit-Punkten meine.
Ja, und ganz wichtig noch, wenn wir hier unten rausgehen, können wir im Grunde genommen denselben Exit benutzen, aber auch hier auf gar keinen Fall an der Wand entlang. Auf gar keinen Fall. Hier wird gewaltet. Vault ist immer, wenn man über eine Mauer klettert. Also hier wird gewaltet. Dann kann man hier vaulten und so weiter. Und so kommen wir am Ende hier unten raus. Das ist ein Weg. Oder wir machen diesen Vault und gehen von da aus hier vorne rüber. Hier vaulten und kommen dann entsprechend da unten raus. Also das sind sozusagen zwei Fluchtwege. Natürlich kann man auch nach links vaulten. Das geht auch. Da würde sich folgende Route hier anbieten. Und zwar dieses Flussbeet weiterzugehen bis zum Schiff und dann hier hoch zu vaulten. Das ist ein sehr, sehr schöner Vault, weil der führt uns genau zu dem linken Schenkel unseres Vendetta-Vs. Also hier lang und damit kommen wir hoch und von da aus können wir dann entscheiden, ob wir wieder links rumgehen oder rechts raus. Damit hat man ziemlich Freiheiten. Das ist jetzt so grob der Plan, wie ich gehe, wie ich es mit Abstand am einfachsten finde. Sieht vielleicht so ein bisschen kompliziert aus, aber wenn man einmal verstanden hat, dieses V wie Vendetta, nicht an der Wand entlang gehen, hinten rum und dann hier die Flucht rechts runter oder links hoch, da ist es super simpel. Wir gucken uns das jetzt mal an. So, wir sind wieder im Dschungel und zwar Ende des Ganges, Nordosten. Wir gehen hier rechts rum auf die Plattform, wir haben die Scarab dabei, aber das machen wir alles wieder mit dem Messer. Also hier rechts rum und hier oben ist die Plattform, hier der alte Dschungelweg, rechts die Wand entlang. Und wir beginnen jetzt unser V, das heißt hier runter, hier hoch, Position 1, 2, 3 und hier durch. Also, Jeff ist schon getriggert, moin. Also, wir beginnen das V, linker Flügel. Wenn sie nicht getriggert werden, können wir ganz gemütlich hier langlaufen. Und hier bei der Pflanze anhalten und sich ein bisschen heilen. Heilung, 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 chillen, 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 genießen, 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 Wellness, Wellness, Wellness. Und dann weiter. Jetzt gehen wir nach oben, kurz auf der Karte, wieder nach oben. Ein bisschen steiler vielleicht. Hier durch. Ganz gemütlich. Keine Panik. Wichtig, keine Panik. Ganz locker bleiben. Locker, locker, locker. Ganz viele Viecher. Ui. Jetzt ein bisschen links halten. Und wir kommen auf unsere End-Trigger-Punkt zu. Nämlich hier ein Sprung, zwei Sprünge. Und damit sind wir hier erstmal safe. Und die Gegner können uns hier nicht folgen. Und enttriggern. Wir sind jetzt zwischen Position 1 und 2. Gehen jetzt rechts rüber Richtung Position 1. Entschuldigung, Richtung Position 2. Abgestürztes Landungsschiff. Und fangen hier an, die ersten Ressourcen abzubauen. Immer anhauen, bis die ersten Steine zu sehen sind. Und dann die Steine schnappen. Das geht schneller. Okay, in dem Fall nicht. Gib mir den Stein. Okay, Nummer 1. Okay. Und auf jeden Fall noch die Kiste hier angucken. Kiste. Ein bisschen Munition drin, wir haben nichts. Doch, ein bisschen Munition können wir auffüllen. Aber nur so, dass die 250 Schuss wieder voll sind. Und hier ist ein PDW. Ja, nehmen wir mal mit der Zweitwaffe. Ist ja kein Gewicht, ist kein Ballast. Ist okay. Okay. So, wir gehen rauf, gehen wieder zurück nach links und machen jetzt Position 1. Jetzt erst. Ist euch überlassen, wie ihr das macht. Klar. Aber ich finde das gemütlicher. Haben noch so ein bisschen Zeit, dass die Monster entträgern. Das geht relativ schnell, da muss man nicht eine Minute warten. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Aber trotzdem, ja. Ich finde, man verschwendet so weniger Zeit. So, hier auf der linken Seite sind die Spawnpunkte. Wir haben leider keine Ressourcen. Alles weg, keine Ressourcen hier auf der linken Seite. Das heißt, Position 1 leer. Position 2 haben wir gefarmt. Wir gehen zu Position 3. Let's go. So, hier nochmal zur Orientierung. Rechts das abgestürzte Schiff. Landungskapsel. Verlassen jetzt Position 2. Dann gehen an der Wand entlang hier rüber. Und hier auf dem Weg. Fokus, Kristalle to go. Keine Panik. Immer relax bleiben. Das ist wirklich wichtig. Das ist jetzt nicht so blöd dahergesagt. Kein Braindead-Talk oder so. Das Problem ist, sobald man nervös wird, die Nerven verliert, stirbt man.
Weil man macht Fehler und bei leichten Fehlern gegen die Minions hier, man kann wirklich schnell sterben. Also Ruhe bewahren ist das A und O, auch wenn es manchmal ein bisschen hektischer wird. Hier ist es so, wir sind jetzt kurz vom Dschungelcamp. Dschungelcamp ist ganz direkt vor uns. Auf dem Weg dahin, achtet so ein bisschen auf den Boden, auf blaue Pflanzen. Da kommt der Gegner. Hier sind überall Spawnpunkte für blaue Pflanzen, dass wir die nicht verpassen. Ich sehe gerade keine. Wir rennen jetzt, weil die Monster geht. Oh, der blaue, den müssen wir nicht. Sind die blauen Alphas am gefährlichsten. Und hier in der rechten Ecke, Safe Zone. Hier können sie uns nicht folgen. Wir tanken eine kleine Spritze. Das ist sozusagen der sichere Weg in das Camp. Der zweite Weg wäre ein bisschen weiter oben. Und gibt uns die Möglichkeit, noch in ein Gebäude reinzugehen. Muss jeder für sich wissen, ist aber riskanter, weil wir nicht enttriggern, wenn wir da oben reingehen. Hier wird enttriggert, da kommen sie nicht rein. Oben wird nicht enttriggert. Da enttriggern wir sozusagen, indem wir in das Gebäude reingehen, die Tür zumachen. Ein bisschen gefährlicher. Wir gehen jetzt den sicheren Weg. Wir wollen Fokus, Fokus, Fokus. Kristalle, Kristalle, Kristalle. Hier am Ende der Safe Zone sind nochmal zwei Spawnpunkte. Einer ist weg, komischerweise. Das ist wirklich komisch gerade. Der zweite ist aber da. Ist hier was? Wow. Okay. So, auch hier ist es so, dass wir jetzt hier in das Dschungelcamp rein könnten. Ich zeige mal auf der Karte. Wir sind also hier im Dschungellager. Ich sage immer Dschungelcamp dazu. Hier könnte man reingehen. Hier hinter ist eine Kiste. Hier. Aber ich finde, man muss es jetzt nicht unbedingt riskieren. Vor allem als Solospieler ist das relativ schwierig, weil wir nicht alles platt machen können. Im Team alles zerstören und hochgehen, klar, klar, kein Problem. Aber als Solospieler ist das wirklich nicht so einfach. Wir müssen das relativ geschickt angehen und ja, es ist jetzt nicht unser Ziel, da auf Krampf reinzugehen. So, wir machen unseren Weg weiter, nähern uns Position 3. Und zwar folgendes. Hier unten ist Position 3. Das ist sozusagen das Flussbeet. Es sieht gelootet aus. Unten sind normalerweise ganz viele Kristalle. Und hier die Brücke ist sozusagen die Zone, wo die Gegner wieder triggern auf uns. Das heißt, links ist ein Jeff, rechts ist ein Jeff. Ab der Position hier unten wird es gefährlich. Deswegen, da oben läuft auch gerade ein Jeff rum. Deswegen Messer in die Hand nehmen, vorsichtig runtersteigen. Hier links. Wir gehen hier hin. Und hier hin. Verletzen uns aber nicht. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Kristall übrig. Oh, das war ein bisschen zu hoch gerade, schade. Heilen wir noch den einen Punkt. Wir fangen immer mit den hintersten Kristallen an, weil wir nicht wissen, normalerweise sind die Jeffs von da aus nicht auf uns getriggert. Von diesen Steinen. Eigentlich sind alle Steine hier sicher. Aber ihr wisst nie, was vorher passiert ist. Ob irgendein Spieler da rumgerannt ist. Ob irgendein Monster vorgezogen wurde oder was auch immer los ist. Oder ob die Entwickler was geändert haben. Ich schmeiß die Hälfte der Munition weg, ein bisschen Gewicht zu sparen. Und deswegen immer mit den hinteren anfangen. Es wäre schade, wenn man die Monster triggert und man dann nicht mehr die schönen Kristalle farmen kann. So, also ein paar sind da. Normalerweise sind mehr hier. Wir haben hier an der Wand die Kristalle. Oh, ich habe wirklich wenig Platz. Ich muss jetzt leider die Spritzen wegschmeißen. Oh, weil wir können den Pilz wegschmeißen. Nee, es reicht nicht. Die Spritzen müssen raus. Ah, nee, warte mal. Wir können das Erz noch wegschmeißen. Wir haben noch 8 Erz dabei. Haben wir die Spritzen noch? Jetzt habe ich die Spritzen weggeschmissen. Da sind die Spritzen. Okay, da die 2 Kristalle. Normalerweise, ihr müsst auf Folgendes achten hier. Vielleicht noch erwähnenswert. Die Munition, okay. Und zwar sind die Kristalle normalerweise hier auf dem Boden. Also hier sind auch nochmal 3 oder 4 Spawnpunkte auf dem Boden. Also nicht nur an der Wand, sondern auch auf dem Boden. Ganz, ganz wichtig. Und die geben auch gute Ressourcen. Also auch 3 bis 4 Fokuskristalle. Das ist richtig viel. So, wir gehen jetzt hier raus. Unsere Route ist sozusagen durch. Und wir gucken mal, wie viel wir haben. Wir haben jetzt 10, 20, 30, 38 und einen seltenen. Das heißt, sind ungefähr so 42.000 Mark. Ungefähr. 30, 38 plus 2 seltene. 42.000 Mark. Kommt ungefähr hin. Einen seltenen haben wir gesichert, falls wir sterben sollten.
Denn jetzt kommt eigentlich so der mit schwerste Weg. Und zwar gehen wir jetzt das Flussbett entlang. Wenn wir von unten kommen, gehen wir hier hoch Richtung abgeschütztes Stift. Das geht von der Seite aus nicht so gut. Das heißt, im Grunde genommen ist jetzt Rennen angesagt. Wir gehen bis zur Brücke und dann rechts. Der Plan ist dann entweder hier oder hier unten rauszukommen, je nachdem, wie gut wir jetzt durchkommen. Also, Messer in die Hand. Einmal bis 3 zählen, kurz durchatmen und go. Wir gehen. Links ist ein Jeff, rechts ist ein Jeff. Mal gucken, ob die getriggert werden. Ah, links ist nicht da. Unten ist eine blaue Blume. Wir haben nicht mehr Platz für eine Blume. Ich drehe komplett durch. Komm, eine Spritze. Das ist jetzt ein bisschen doof, was ich hier mache. Riskant, aber die Blume will ich haben. Die Blume will ich haben. Da war der Jeff. Da hat er geschnauft. Okay, Jeff ist getriggert. Wir gehen hier hoch. Hier hoch. Damit durch diesen Vault haben wir jetzt schon die Jeffs abgehängt. Allerdings kommen wir jetzt wirklich hier durch die Hölle. Da war ein Blauer, ein Alpha. Ich hasse die Alphas sind wirklich gefährlich. Jeffs, ja, muss man nicht haben, aber die Alphas, die sind einfach Hölle. Pilz. Da hat er mich erwischt. So, die enttriggern wir jetzt alle mehrfach. Wir gehen hier hoch. Ich gehe kurz in Deckung, also in die Hocke. Richtig schön die Walls nutzen, also die Höhenunterschiede, weil sie da nicht folgen, zumindest nicht so schnell. Und wenn ihr eine Pause habt, oh, das ist knapp, aber ab hier sind wir safe. War gar nicht so unknapp, muss ich jetzt zugeben. Da habe ich doch ein bisschen zu viel Ausdauer verschwendet. Aber damit sind wir raus. Gehen kurz hier rein. Ich mache die Tür zu. Dann gucken wir uns auf der Karte an. Wir sind jetzt auf der linken Seite. Die Dschungelroute von Süd nach Nord. Und zwar haben wir hier unsere Karte. Wieder der obere linke Planquadrat mit den ganzen Fokuskristallen. Ich zeichne mal den alten Weg ein. Und zwar sah der so aus, dass wir von hier unten reingekommen sind. Und dann an der Wand entlang, genau wie vorhin auch, in anderen Richtungen, alles abgegrast haben und hier auf dieser Plattform sozusagen rausgegangen sind. Das geht so nicht mehr. Und zwar, ja, das ist viel zu schwer geworden. Also gerade die Wand hier unten und hier oben ist nicht mehr begehbar. Und durch den Dschungel gehen ist ganz schön schwer. Deswegen, der Weg. Also, wir haben hier das Schiff. Hier Position 3, 2, 1. Boah, ich schreibe wieder so gut heute. Holy Macaroni. Und unser Einstiegspunkt ist jetzt nicht da links, sondern hier rechts. Ziemlich leicht zu merken, und zwar anhand dieser Schienen. Da oben sind die Maschinen, oben sind die Schienen, rechts ist eine Wand. Das heißt, wir kommen hier rein und gehen die Wand entlang. Über uns die Schienen, rechts uns die Wand. Also wirklich idiotensicher, da kann nichts schief gehen. Wir haben hier einen Vault-Punkt. Das heißt, wenn Minions hinter uns her sind, können wir die hier loswerden. Auch super simpel. Und wir kommen hier oben an. Sind hier auf jeden Fall in Sicherheit. Egal wie viele Minions uns vorgefolgt sind, hier sind wir auf einer höheren Ebene und da kommen sie nicht hin. Also sind wir wirklich sicher. Und jetzt beginnt der Weg hier über eine Wurzel in das Cockpit des Schiffes. Und von hier aus sozusagen können wir das Schiff looten. Und das können wir von anderen Seite nicht. Das liegt einfach daran, dass wir hier eben den Weg so schön haben, dass wir ins Cockpit reinkommen und dann rausgehen können. Von der anderen Seite kommen wir nicht rein. Das ist sozusagen der große Unterschied. Deswegen ist dieser Weg von unten nach oben wirklich nice. Und wenn wir dann in dem Schiff sind, gehen wir sozusagen hinten raus. So. Und exiten dann sozusagen an der Hinterseite des Schiffes. Wenn wir hier sind, wir erinnern uns vorhin an die andere Route. Die sieht nämlich genauso aus. Können wir entsprechend zu unserem linken V-Schenkel gehen. Also das V war hier. Das sah so aus, hier runter. Hier ist so eine grüne Blume. Und hier oben ist die Plattform. Das heißt, der Weg von unserem Ausgang führt nach hier oben. Hier sind 3 Balls. 1, 2, 3. Und hier oben ist nochmal eine Safe Zone. Das heißt, eigentlich sind hier unten nach den 3 Balls die Gegner schon weg. Aber wenn euch noch was verfolgt, spätestens hier oben seid ihr in Sicherheit. Das ist ein relativ kurzer Weg. Also auch hier wirklich sicherer Weg. Auch wenn man denkt, man wird von 1000 Viechern überrannt. Es ist ein sicherer Weg. Und von hier aus hat man dann die freie Wahl. Gehen wir dann wieder Position 1 ab und Position 2. Haben noch nicht genug und gehen Jungle Camp ab, beziehungsweise Position 3, gehen dann hier raus. Und da wiederholt sich eben die Route vom ersten Mal. Man kann dann unten rausgehen, man kann auch hier oben rausgehen. In der Regel kommt man ja von unten, möchte wahrscheinlich oben rechts den Exit nehmen. Das heißt, wir würden hier rausgehen und hier oben
rauskommen oder hier rauskommen in der Dickside. Das heißt, es gibt zwei Ausgänge. Ich persönlich nehme gerne die Plattform oben, weil es ist einfach super easy. Da kann ich runterspringen und ich habe dann sozusagen meine Safe Zone erreicht. Sehr, sehr ähnlich der anderen Route aus anderen Richtungen, nur dass wir hier das Schiff mitnehmen können und mehr Entscheidungsfreiheit haben sozusagen, ob wir noch die Steine mitnehmen, ob wir genug Loot haben, ob wir noch Platz haben, ob wir rausgehen, wie das Wetter ist und so weiter und so fort. Ich zeige es einfach. So, und ab geht's, auf geht's. Südliche Route, wir starten wieder an den Gleisen. Heilen uns kurz, also Treffpunkt ist immer... Oh, gegenüber landet gerade einer, okay. An den Gleisen entlang, abgeschütztes Schiff. Dann das V starten mit Posi 2, Posi 1 und raus, so ist der Plan. Und als Bonus kann man noch Posi 3 mitmachen. Schauen wir mal, wie es läuft. Wir gehen los. Wir machen Posi 3 mit, denke ich. Je nachdem, wie voll wir sind. Also bleiben an der Wand, super einfach, super easy. Und ja, der Stein hier vorne ist da. Es triggert sofort die Gegner. Da war schon ein Stein. Ah, wo sind die anderen? Da unten. Ah, irgendwo muss noch einer sein. Da. Okay. Gegner sind nicht getriggert. Ungewöhnlich. Wir würden die Gegner jetzt hier enttriggern. Hier beim Hochgehen. So, spätestens jetzt wären wir wieder komplett safe. Auch wenn eine komplette Armee hinter uns her wäre. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil gegenüber ein Spieler gelandet ist. Okay. So, kurz auf der Karte schauen. Wir sind jetzt rechts vom abgestürzten Schiff. Da vorne ist das Schiff. Wir gehen jetzt diesen Weg entlang und an der Wurzel links hoch ins Cockpit. Let's go. Cockpit ist ein sehr, sehr schöner Loot-Spot. High-Tier-Loot. Technik ohne Ende. So, hier ist diese große Wurzel und davor gehen wir hier links rein. Ein bisschen aufpassen. Da kann man ausrutschen. Das ist wirklich nicht ohne. Muss man ein, zwei Mal gemacht haben. So, da haben wir einmal ein optisches Glas. Nochmal ein optisches Glas. Ein bisschen Heilung, eine Gasgranate. Und ja, das ist okay. Ganz nette Loot. Dann ist hier noch eine Jacke. Hier unten. Da haben wir... Oh, den Serverschlüssel. Sehr, sehr schön. Der fehlt uns noch. Und ein bisschen Schmuck nehmen wir mit. Jetzt gehen wir sozusagen ans hintere Ende des Schiffes. Er ist schon getriggert. Wir gehen jetzt ans hintere Ende des Schiffes raus und dann rechts. So enttriggern wir uns, weil wir jetzt da reinspringen werden. Jeff vor uns ein bisschen getriggert. Er hat hier seine Brutstätte. Hier. Und in der Brutstätte ist eine Kiste. Die wollen wir looten. Die anderen Kisten haben mehr so Munition. Manchmal eine Granate. Ist nicht so interessant. Aber die mittlere Kiste ist interessant. Also, let's go. Wow, wow. Das war... böse. Also, dass er mich da trifft. Da, diese Kisten sind nicht so interessant. Hier auf dem Boden. Mein Rucksack ist voll. Ist dein Ernst? Schnell. Wo lag das jetzt? Ja, okay. Wir haben's. Was nehmen wir noch mit? So. Vault 1. Vault 2. Vault 3. Die meisten sind jetzt schon nicht mehr hinter uns her. Auch wenn sie es gerade so anhört. Jetzt gehen wir hier weiter. Und gehen hier links hoch. Und sind dann in Ausgangsposition, sozusagen das Ende des linken Vs. Ich zeig's auf der Karte. V. Linker Schenkel. Das heißt, hier ist Position 1. Hier ist Position 2. Und wir schauen. Oh, was ist mit ihm? Er ist noch getriggert. Nicht schlimm. Wir schauen, was in Position 2 los ist. Und es sind die Ressourcen da. Sehr, sehr nice. Er haut ab. Alles gut. Ich muss nicht fighten. Leben und leben lassen. So, von hier aus gehen wir jetzt, also das wäre unser Escape, das heißt, wir würden dann hier rausgehen. Das bedeutet, wir gehen jetzt ganz relaxed zu Posi 3.
Also jeder Kristall ist 1000 wert. Jeder einzelne. Das war nochmal ein seltener. Das heißt, wir nehmen den seltenen hier unten. Den raus und den rein. Wie viele Kilos? 17 Kilo haben wir noch frei. So, dann gehen wir hier durch. Okay, hier ist alles sauber. Hier ist noch einer. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir Gegner nicht triggern. Oder ob sie getriggert werden. Gut. Wir sind jetzt bei 199 Kilo. Wir machen Position 3 in dem Fall nicht, weil wir einfach zu voll sind. Denn Position 1 ist ja noch offen. Das ist einfach zu viel. Wir gehen hier zurück. Position 2. So, und die 1. Gucken wir mal, was wir noch wegschmeißen können. Mittlere Munition geht raus, du gehst raus, du gehst raus. Und dann haben wir nochmal 21 Kilo frei. Notfalls gehen unten die Platten raus. Alles klar. Let's go, Position 1. Hier runter. So, und dann gehen wir hier links die Wand entlang. Mal auf der Karte schauen. Position 2. Okay, ist leer, leer, leer. Schade. Sehr, sehr schade. Nichts da. Nichts da. Da haben wir jetzt falsch gepokert. Okay, wir gehen raus. Wir gehen jetzt das V hier runter und dann hier hoch. Jeff links von uns. Wir rennen einfach weiter. Oh, das war ein bisschen doof von mir. So, und hier können wir schon die ersten enttriggern sozusagen. Wir müssen nur auf seine Spucke aufpassen, dass er uns nicht noch anspuckt. Hier folgen wir dem Weg. Wir sind jetzt auf dem rechten V. Und hier oben ist die Plattform. Da springen wir jetzt hier in der Mitte runter. Hier. Und sollten hier... okay, passt. In Sicherheit sein. So, das war einmal eine relativ kurze Route. Wir gucken mal, wie viel das ist. Jetzt sind das 23 Kristalle und zwei seltene und 23 normale. Also circa 25.000. Ist okay. Wir nehmen hier noch ein bisschen Erz mit. ...38.000 Mark, aber das Schöne ist natürlich auch, dass wir die Maelstrom bekommen haben, eine tolle Waffe. Also das hat sich schon gelohnt. So, es geht los. Wir sind angekommen, südlicher Dschungel, und zwar an der Schiene. Das ist unsere Route nach oben bis zum Schiff. Hier kann man sich noch heilen, das ist ein guter Orientierungspunkt, auch wo es startet. Allerdings empfehle ich immer, noch einen Schritt zurückzugehen, hier diesen Fußspuren zu folgen. Wer das nicht weiß, die Fußspuren führen immer zu einem blauen Ei. Und das wollen wir natürlich mitnehmen. So, das Ei ist in unseren Händen. Und damit können wir loslegen. Wir halten die ganze Zeit das Messer. Wir werden auch nicht rumschießen, damit ihr seht, dass wir uns nicht hier durchballern, sondern wirklich durchlaufen. So, los geht's. Wir bleiben an der Wand. Rechte Seite. Schön an der Wand hochlaufen. Über uns sind die Schienen. Jetzt kommt unser erster Ressourcenpunkt. Der müsste hier sein. Hier ist also schon gelootet worden, ist nicht da. Das sind die ersten Fokuskristalle, die da sind. Kann man mitnehmen. Triggert sofort die Gegner, aber ihr seht, die sind jetzt auch schon getriggert. Und hier können wir sie schon wieder enttriggern. Von daher, alles gut. Nehmt es mit. Ich nehme es immer mit. Es lohnt sich nicht, die nicht mitzunehmen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also immer schön abfarmen und nicht nervös werden, wenn dann die Viecher auf euch zurennen. Ihr seid rechtzeitig fertig und ihr kommt rechtzeitig hier auf dieses Stück, wo ihr hochrennen könnt. So, zeigt kurz auf der Karte, wo wir sind. Wir sind jetzt einmal die Wand hochgerannt. Wir sind jetzt rechts vom abgestürzten Schiff. Das abgestürzte Schiff ist vor uns. Da seht ihr einen Jeff. Oh, der guckt mich böse an. Und er ist getriggert. Wir gehen den Weg entlang und dann an der Wurzel links. Also, rechts am Schiff, Weg entlang und los geht's, los geht's, los geht's. Ja, stinksauer. Stinksauer. Rechts ist noch ein Jeff. Müssen wir aufpassen. So, hier springen wir einmal auf die Wurzel. Ui, ui, oh, oh, oh. Ui, oh, und ich komme nicht hoch. Und wir kommen, oh mein Gott. Das war sowas von knapp. So, wir looten die Jacke. Die Jacke ist schon geleert. Schade, 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 schade. Hier wurde gelootet, hier war neulich jemand.
Zwei Granaten hat derjenige freundlicherweise übrig gelassen. Also hier sind wir jetzt im Cockpit von dem Schiff. Und dieses Cockpit ist wirklich eine High-Loot... habe ich das eben übersehen? Ist eine High-Loot-Gegend. Das heißt, hier ist wirklich großer Loot. Auch hier dazwischen müsst ihr gucken. Hier. Da kann was liegen. Wirklich sehr, 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 sehr hochwertiger Loot. Technischer Loot. Hydraulik, PCs, Prozessoren, alles liegt hier rum. Ja, jemand war vor uns da. Das heißt, wir gehen jetzt weiter. Und zwar gehen wir hinten raus aus dem Schiff. Hier ist Jeffs Bootstätte. Das heißt, in der Mitte sind sein Gehege halt. Und in diesem Gehege ist eine Kiste, die wollen wir looten. Die anderen Kisten nicht. Da sind nur Munition, Granaten und solche Teile drin. Das ist unwichtig. Das heißt, wir nehmen jetzt die mittlere Kiste, nehmen dann die beiden in die Hand und gehen dann sozusagen rechts und erreichen unseren ersten Schenkel des Vs. Okay, also Position 1 sozusagen auf der Karte, die wir vorhin gesehen haben. Also, let's go. Einmal runterspringen. Moin Jeff, Grüße gehen raus. Die Kiste, es ist nichts Gutes drin. Und wir gehen hinten raus. Das auf dem Boden nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir raus. Hier runter. Und jetzt rechts hoch. Also Vault 1, Vault 2, Vault 3. Wir haben dreimal gewoltet. Theoretisch dürfte jetzt keiner mehr hinter uns sein. Falls doch, kommt gleich noch Vault 4 und Vault 5. Nämlich hier. Und es ist tatsächlich noch jemand hinter uns. Und spätestens jetzt haben wir ihn los. Also, ja, das ist sozusagen der Escape von da drin. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt sozusagen vor der abgestürzten Kapsel. Die ist hier. Das hier ist Zone 1. Zone 1. Vor Zone 1 liegen normalerweise Pilze. Keine Pilze. Das heißt, möglicherweise sogar jemand hier drin. Es ist ja auch alles gefarmt. Das ist sehr, sehr neblig. Na, hier ist keiner. Okay, wir nehmen wieder das Messer in die Hand. Also wirklich, was uns gefährlich werden kann, hier sind halt die Spieler. Okay. Schade für diese Runde. Die Ressourcen sind gelootet. Wir gehen jetzt einmal die Wand entlang. Es ist nur so eine kleine Höhle, so ein kleiner Käfig. Und wir gehen jetzt einmal die Wand entlang. Gucken uns die ganzen Spots an. Die sind alle gelootet worden. Hier sind ziemlich viele Loot-Spots. Alle weg. Sehr, sehr schade. Gar kein Problem. Wir gehen jetzt hier hoch. Und raus. Und auf Position 2. Hier ist Position 2 und hier sehen wir schon den ersten Fokuskristall. Aber auch wer in einzigen. Das heißt, möglicherweise waren die Spieler voll oder haben es übersehen oder es ist schon mal gerespawnt hier. Auf jeden Fall gibt es anscheinend nicht mehr als diese 4. Sehr, sehr schade. Dann gehen wir hier weiter an der Wand entlang durch diese Unterführung. Das ist immer noch Position 2. Und hier sind auch nochmal ganz viele Ressourcen, ganz viele Steine, aber jetzt nicht ein einziger. Sehr, sehr schade. Bis hier hinten hin, hier ist der letzte Stein, auch der ist weg. Also Position 2 leer geräumt. So, wir gehen zu Position 3. Position 3 ist hinten im Dschungel, ich zeige nochmal, wo wir gerade sind. Wir sind hier im Dschungel und das Dschungellager ist unsere Position 3. Wir kommen rechts rein durch ein kleines Loch im Zaun, dadurch enttriggern wir wieder. Also wenn wir jetzt rüberlaufen, triggern wir Gegner. Das ist die sichere Route. Die gefährlichere Route wäre sozusagen nicht durch das Loch zu gehen hier, sondern weiter in der Mitte, einfach in das Lager rein. Und von da aus in ein Gebäude zu gehen. Das ist sozusagen das Gebäude unserer Safe Zone. Viel, viel gefährlicher. Aber dadurch, dass wir jetzt so wenig Fokuskristalle bekommen haben, also bis jetzt nur 4 Stück, weil alles gelootet war, würde ich sagen, nehmen wir die riskante Variante. Ich kann euch aber auch beide zeigen. Ich zeige euch beide. Also wir gehen hier durch. Während wir jetzt vorgehen, Richtung Posi 3, gucken wir auf den Boden, weil hier diese blauen Blumen spawnen können. Wir sind hier überall, an den Baumstämmen, aber auch auf der Wiese selbst. Müssen ein bisschen darauf achten, die sind sehr flach. Die sind so ein bisschen weißlich umrandet, wenn sie gespawnt sind. Aber doch schwer zu sehen, relativ schwer zu sehen. Okay, wir haben auch Glück. Normalerweise werden jetzt Gegner schon getriggert. Ist keiner getriggert? Pass auf, dann zeige ich euch mal Folgendes. Hier ist das Loch im Zaun. Da. Das heißt, da folgen die euch Gegner nicht. Da seid ihr sicher. Das ist eure Safe Zone. Wir gehen jetzt aber nicht dadurch, sondern hier links hoch, den riskanteren Weg. Der jetzt gar nicht so riskant ist, weil irgendwie keiner da ist. Die wurden alle abgeschlachtet, so wie es aussieht. Da kommt das erste Monster. Wir gehen hier rein. An ihm vorbei. Da ist der Jeff. Und dieses Gebäude hier ist unser Ziel. Tür zu machen. Und wir sind drin. Kurz lauschen, ob hier ein Spieler ist. Hier ist keiner. Okay, es ist relativ dunkel. Ich gehe jetzt einmal die Räumlichkeiten hier ab.
gucke, ob noch was hier liegt. Das ist ein Bereich, den wir als Solospieler sehr, sehr gut machen können. Schade, schade, alles leer. Die Jungs und Mädels waren schon hier. Auf jeden Fall richtig schöne Loot-Gegend. Mit etwas mehr Glück findet ihr richtig viele, viele, viele wertvolle und gute Sachen. Ich taste das mehr oder weniger ab. Ich sehe kaum was. Taschenlampe mitbringen ist sicher auch nicht verkehrt hier. Der Schrank ist auch gelootet oder war nicht da. So, und jetzt sind wir auf dem Dach oben und auch hier ist alles weg. So, dann gucken wir mal, ob die auch das Dachdach gelootet haben. Erstmal hier vorne ist auch alles weg. So, wir können jetzt hier drauf auf dem Balkon und dann hier auf den... auf das Dach. Und hier ist eine Waffenkiste. Und hier sieht man, die Waffenkiste ist weg. War nicht da oder ist schon gelootet worden. Also auch hier leider, leider schlechte Karten. Kein Loot. Nicht schlimm. Wir machen weiter. Der Sturm zieht auf. Das heißt, wir müssen in 5 Minuten draußen sein. Dann zeige ich euch jetzt, wie man hier rausgeht. Also. Da unten ist das zweite Loch. Da gehen wir jetzt auch hin. Also vorsichtig runterspringen. Zack, zack, zack. Hier ist eine Kiste. Die ist auch weg. Die Jungs und Mädels haben hier ganze Arbeit geleistet. Alles weggelootet. Und das ist die Safe Zone. Ich zeige nochmal. Ich gehe nochmal hier zurück. Dann seht ihr hier das Loch auf der anderen Seite. Wow. Jeff eskaliert hier komplett. Hier ist das Loch auf der anderen Seite. Das heißt, von da sind wir gekommen. Hier wäre die Safe Zone. Das heißt, wo wir jetzt sind, hier kann kein Gegner hinkommen. Absolut sicher. Sicherer geht's nicht. Und am Ende dieser Safe Zone findet ihr eben dieses zweite Loch im Zaun. Damit könnt ihr theoretisch dann immer noch in das Camp rein. Müsst ihr aber nicht. Hier sind zwei Loot Spots. Die sind jetzt auch weg. Richtig Pech leider. Also Punkt 1, Punkt 2 auch weg. Normalerweise kann man sich hier ein bisschen ausruhen, ein bisschen looten. Und wir gehen jetzt weiter in Richtung Position Nummer 3. Also einmal hier hoch. Ich muss ein bisschen beeilen wegen dem Sturm. Ich komme gerade nicht hoch. Stell mich so doof an. So, hier hoch. Hier hoch. So, ich zeig's mal eben. Wir sind jetzt oberhalb Position 3. 3 ist unter uns. Hier ist die Brücke. Jeff rechts, Jeff links. Soweit wir die Brücke erreichen, triggern die Gegner. Das heißt, wir steigen jetzt hier runter. Das sind zwar relativ hohe Sprünge, aber gerade so, dass wir nicht verwundet werden. Hier. Und hier. So, und wir sehen hier Folgendes. Auf dem Boden können mehrere Ressourcen spawnen. Also mehrere Fokuskristallpunkte. Leider nur ein einziger da. Den nehmen wir natürlich mit. Immer schön die Steine schnappen. Also an der Wand sind normalerweise welche. Hier an der Wand sind welche, auf dem Boden sind welche. Dass die jetzt nicht da sind, ist zwar sehr schade, aber es geht hier auch primär um den Laufweg und um die Sicherheit des Ganzen in dem erschwerten Dschungel. So, jetzt sind wir hier und ab hier beginnen wir den Exit. Wir haben jetzt mehrere Optionen. Wir gehen jetzt hier runter. Das wäre der erste grüne Pfeil, den ich vorhin eingezeichnet habe, hier runter. Der zweite wäre hier runter. Ich möchte aber jetzt hier hoch, weil hier oben mein Exit ist. Das heißt, wir machen Folgendes. Ich gehe kurz zurück in den Laden. Warte, dass der Sturm vorbeizieht und dann gehen wir hier raus und gehen nochmal an 3, 2 und 1 vorbei. Vielleicht ist ja was aufgefüllt. Wir sehen uns gleich wieder, beziehungsweise ich zeige euch noch, wie ich da hingehe. Let's go. Einmal hier hoch. Hinten rum. Hier durch. Pilze mitnehmen. Hier rein. So, jetzt sind wir mal rumgelaufen. Müssen aufpassen. Hier hochspringen. Öffnen. Schließen. So, dann ruhen wir uns aus. Bis gleich. So, Sturm ist gerade vorbei. Evakuierung wieder verfügbar. Wir machen weiter. Und zwar gehen wir jetzt von hier aus die Escape-Route raus. Und zwar, normalerweise gehen wir hier diesen Pfad bis zum abgestürzten Schiff. Und machen von da aus den Weg zu unserem linken V-Schenkel und machen dann das V hier. Genau dasselbe machen wir jetzt auch. Das heißt, wir gehen hier einfach raus und rennen bis zum Schiff und dann links hoch. 3, 2. Oder wisst ihr was? Der Sturm ist vorbei. Wir gucken erstmal, ob oben Loot nachgefüllt wurde. Sollte eigentlich nicht, weil wir im selben Gebäude sind. Aber für, wer weiß, vielleicht haben die auf dem Dach. Nein. Okay, wir können jetzt von hier oben losgehen. Also müssen in diese Richtung. Gucken, wie wir am besten da lang gehen. Wir gehen hier. Ja. Okay, let's go.
Ich laufe mal unten entlang. Das hier ist der Pfad. Das heißt, hier hinten sind die Ressourcen. Das ist Position 3 ganz hinten durch. Das ist dieser, ich sage immer, dieses Flussbeet. Und wir kommen jetzt zu einem abgestürzten Schiff. Kristalle können wir leider nicht holen. So, hier ist das abgestürzte Schiff. Gucken wir mal eben. Here we go. Und hier würden wir an der Hinterseite normalerweise rauskommen. Also sozusagen Südroute nochmal Revue passieren lassen. Wir laufen jetzt mal relativ gemütlich. Da sind zwei blaue Alphas. So, also wir gehen hier rechts rum. So, hier kommen wir raus normalerweise. Hier kommen wir raus. Also das nehmen wir noch mit. Hier einmal Wolken. Zweimal Wolken. Dreimal Wolken. Ich zeig kurz, wo wir sind. Okay. Kann ich nicht so lange zeigen. Dann gehen wir hier diesen Weg entlang. Hier hoch. Und dann einfach bis zur Wand laufen. Auf der linken Seite ist unser letzter Vault. Und zwar hier. Eins, zwei. Und schon haben wir resettet. Super simpel, super einfach. Jetzt gucken wir uns Position 1 wieder an. Ist ganz gut, wenn wir das so machen, glaube ich. So können wir das tausendmal wiederholen. Also, einmal hier runter. Die Maralien sind leider nicht respawned. Hier in der Kiste ein bisschen Munition. Unwichtig, wir gehen wieder die Wand entlang. Also leider, leider, leider nichts passiert. Hier oben auch nicht. Bitter, bitter. Bitter, bitter. Okay. Und dann gucken wir uns trotzdem nochmal Posi 2 an. Also hier einmal rechts rum. Hier ist nichts. Und durch das Loch hindurch ist auch nichts. Tja, Leute. Das ist leider wenig. Wir machen trotzdem ein bisschen Geld. Wir werden hier noch in die verlassene Mine gehen, aber... Ist das interessant hier in dem Zug? Mal gucken mal. Also, wir gehen hier auf jeden Fall weiter. Wieder zurück. Position 1. Abgestürzte Kapsel. Und hier runter. Bisschen Energie sammeln, weil wir jetzt bei dem V müssen wir rennen. Also V runter und hoch. Können wir gucken, ob hier was gerespawnt ist. Nein, auch nicht. Okay, wir sind gleich... Das ist so, hier der Stein ungefähr. Das ist ungefähr das V. So, und jetzt machen wir das V runter und hoch. Okay. Let's go. Alpha-Schreiter, linke Seite. Ich loote diese Kiste so ungern, aber sie ist auch so verlockend. So, geradeaus. Ungefähr unteres Ende des Vs. Jetzt drehen wir nach links. Hier ist der Weg. Das heißt, wir sind richtig. Den Weg so ein bisschen folgen, dann verläuft man sich nicht. Aber ansonsten, das ist ja kein schwerer Weg. So, und hier... Ups, oh, das war ein Fehler. Hier triggern wir, indem wir hier runterspringen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auf die Kante kommen. Okay. Okay. Und das war's. Ich zeige euch einen kleinen Bonus. Weil wir kein Geld gemacht haben, gehen wir nochmal hier hoch. Also wir gehen diesen Gang einmal komplett entlang und versuchen dann hier die verlassene Mine zu betreten. Wir haben den Schlüssel dabei. Aber auch vor der verlassenen Mine sind so viele Ressourcen, dass wir eigentlich gut was kriegen müssten. So, jetzt ein bisschen langsamer. Wir gehen links hoch. Hier ist noch ein verlassener Stash. Den nehmen wir mit. Einmal Tücher, können wir sichern. Wir haben wirklich keine Ressourcen, das ist schon gut, dass wir das sichern. So, und jetzt hier links rein. Hier links rein. Ich zeig mal, wo wir sind. Das ist hier dieser Durchgang. Und hier dieser Durchgang beinhaltet auch nochmal viele Ressourcen. Es ist leider sind keine Fokuskristalle, aber hier kriegen wir Titan und Erz. Also nicht zu verachten. Und wir haben zwei Hidden Stashes auch noch. Also einen haben wir gerade geholt. Da vorne ist schon der erste Kristall. Hier ist der zweite Hidden Stash. Bisschen Pech gehabt. Vor uns wird geschossen. Ne, rechts wird geschossen. Am Exit. Okay, das hier looten wir.
So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil hier ein Alpha ist. Da vorne. Schade, er ist noch wach. Das heißt, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir den jetzt loswerden. Wir können hier hochklettern. Immer da, wo die Kante so ein bisschen angeschrägt ist, kann man hochklettern. Oh, oh, oh. Das war laut. So, der Alpha ist halt hellwach, ne? Guckt da nach links. Die Kisten sind ungelootet. Und da ist der Eingang in die Mine. Was tun? Ich würde sagen, wir looten die Kiste beim Rausgehen. Der Schreiter ist gerade wieder umgedreht, guckt so nach rechts. Das heißt, wir sollten jetzt in die Mine reingehen können. Okay, klasse, ist zu. Können wir aufschließen mit dem Minenschlüssel. Und voila, wir sind drin. Ziemlich viel Loot hier normalerweise. Wir looten die Kiste. Und legen los. Also was wir hier abbauen, sozusagen das etwas schlechtere Mineral, das Erz, Titan meine ich. So, du gehst raus, du gehst raus. Und du gehst erstmal raus. Okay, Nummer 3. Hier. Rucksack wieder voll. Spritzen gehen raus. 25 Kilo. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Kiste hatten wir uns angeschaut. So, damit sind wir durch. Wir haben hier jetzt bekommen 26 Titan, 27 Titan, 7 Kristalle, immerhin so als Notlösung und ein Ei. Ist nicht schlecht. So, das sind jetzt sozusagen als Notbehelf 27.000 Mark. Ist trotzdem gutes Geld, wenn der Dschungel mal komplett leer ist. So Leute, das war das längste Video in der Geschichte von YouTube. Wer bis hierhin geschaut hat, bitte schreibt einmal Alpha in die Kommentare. Ich nenne ja die kleinen Critters immer Alpha. Bitte schreibt Alpha in die Kommentare. Ich würde so gerne wissen, ob es jemand so lange durchgehalten hat. Ich meine, es ist ja schon viele Wiederholungen. Dadurch lernt man die Wege. Deswegen dachte ich, ich hau den ganzen Weg rein. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin fix und fertig. Das waren jetzt einige Runden, die ich aufgenommen und hier verarbeitet habe. Leute, hier ist noch ein normaler Guide. In normaler Länge, also dieser Guide dauert jetzt nur 10 Minuten. Ansonsten, ich sag schon mal tschüss, auf Wiedersehen, ich muss mich ausruhen, bleibt gesund und bleibt sauber, ciao, 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 ciao.